Preiset ihn. Preiset den heiligen Buddhen. Werden wir es jetzt schaffen? Sind das die letzten Augenblicke unseres Kampfes, den Buddhismus in der ganzen großen weiten Welt zu verbreiten? Wird uns gleich der Religionssieg gelingen oder nicht? Eine Runde weiter. Noch hält sie still. Aminatoro, Goldröckchen, Schwarzlöckchen. Alle haben wir umgedreht. Alle Reiche sind mittlerweile buddhistisch, bis auf eines. 5 Städte müssen wir umdrehen in ihrem Reich. 5 Städte, da müssen die Bürger mehrheitlich buddhistisch sein und dem heiligen Bullen folgen. Bislang sind es keine einzige. Wir haben aber vorgearbeitet. Wir haben rumgetuschelt, sind rumgelaufen auf den Marktplätzen, in den Hinterhöfen der Städte. Wir haben den Wäscherinnen in die Ohren geraunt, dass sie bitte dem heiligen Bullen folgen, den Palastwachen ins andere Öhrchen geraunt, folge dem heiligen Bullen. Bekommt sie das mit, bekommt Amanitore, Goldröckchen, Schwarzlöckchen in ihrem Palast mit, dass ihre Bürger mittlerweile umkippen, dass sie dem Konfuzianismus abschwören wollen? Eine Runde weiter. Hoffentlich, wenn sie sich jetzt melden und uns den Krieg erklärt, mit dieser riesigen Armee, die sie hat, mit diesen flinken Militäreinheiten, den Kavallerieeinheiten, dann hier stehen, dann kann sie erbarmungslos Hetzjagd machen auf unsere Leute. Eine Runde weiter. Hoffentlich meldet sie sich jetzt nicht. Oh. Noch irgendwo eine Einheit, die ziehen muss. Muss das denn jetzt sein? Die kann da nichts machen. Leute, kommt, das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch jetzt nicht sein. Das muss doch jetzt nicht sein. Jetzt aber eine Runde weiter. Was passiert mit dieser riesigen Armee von Aminatoro? Goldröckchen, bleib im Palast. Ich hab dich lieb. Kümmer dich nur um deinen Krieg gegen Kleopatra. Ja, sie hat gezogen. Aminatoro hat gezogen. Ihr habt sie oben in den Porträts gesehen. Sie hat uns nicht den Krieg erklärt. Ganz ruhig bleiben, nicht zu früh freuen, nur ein bisschen innerlich jubeln, nicht zu laut freuen. Oh Mann. Wellenbrecher, Bibliothek steht, nächster Schritt, alles dauert zu lange. Wir fangen an, eine Uni zu bauen, wir gucken nicht nach links, wir gucken nicht nach rechts. Wir bauen hier ein Sägewerk, was soll's, Leute? Hier unten, rein in die Stadt, Stadt bewachen und beschützen. Einmal nach göttlicher Amboss. Rein und hier bitte parken. Upgrade zur Karavelle. Warum? Einmal hier. Achso, dann sind wir militärisch stärker. Dann wird uns erst recht keiner angreifen. Einmal 360 Gold rausgehaut für eine Karavelle. Komm, einmal eine Karavelle. In letzter Minute eine Karavelle gebaut. Rüber. Haben wir wirklich alle umgedreht? Religionssieg, wir liegen vorne. Ein Reich muss noch umgedreht werden. Wir missionieren weiter. 5 Städte müssen uns holen. Hier oben fangen wir wieder in He an. Einmal missionieren. Ja, jetzt passiert's. Das ist das erste Mal jetzt. 4 Bürger gibt es in He. 4 Bürger. Und vor diesen 4 Bürgern ist eine ganz knappe Mehrheit konfuzianistisch. Konfus im Kopf und im Herzen. 2 gegen 2 Bürger. Und jetzt, dank dieses Apostels, preiset ihn, den heiligen Bullen. Erste Stadt buddhistisch im Reiche von Amanitore, von Goldröckchen, Schwarzlöckchen. Religion nimmt ab, wir müssen nachsetzen. Wir müssen mit der Einheit nicht weiter missionieren. Wir können mit der auch runterziehen in eine andere Stadt rüber. Wir bleiben hier an Ort und Stelle, am Rand des Reiches. Nuri, einmal missionieren. 5 Bürger. 5 Bürger in Nuri, 2 buddhistisch, 3 konfuzianistisch, 3 konfus im Herzen. Immer noch nur 2, echt? Immer noch nur 2? Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir den hier. Ja, wir setzen den einen ein. Wir brauchen den, der hilft alleine nicht. Wir nehmen den und der wird in einer anderen Stadt eingesetzt. 3 Bürger gleich buddhistisch, dank des starken Apostels, der mehr kann als ein Missionar. Preiset den heiligen Bullen, Nuri. Auch Nuri jetzt buddhistisch, zweite Stadt, 3 Städte fehlen noch. 3 Städte fehlen noch, Kava ist die nächste. Wir arbeiten uns von Nord nach Süd vor, er zieht rüber.
hier hin. Fünf Bürger. Zwei. Im Augenblick. Im Augenblick sind es zwei von fünf. Er bewirkt hier gar nichts. Er bewirkt alleine auch nichts. Fangen wir mit ihm an. Jetzt zieht er runter und er Missionar von Nord nach Süd. Zieht hier runter. Nach Kaba. Drei Bürger, mehr als Religion bullistisch und preiset ihn. Drei. Drei Städte bullistisch. Drei Städte bullistisch. Zwei fehlen noch. Hier unten. Dangal. Er könnte einen Countdown starten. Letzte Aktion. Der Apostel wird sterben. Das ist das Letzte, was er machen kann. Wahrscheinlich trifft er in der Stadt nur irgendwelche Leute, letzte Angehörige des Konfuzianismus, die ihn dann steinigen oder zu Tode schlagen, wenn er genug gepredigt hat. Er opfert sich für den heiligen Bullen. Dieser namenslose Mann opfert sich für den heiligen Bullen. 75% des Drucks hier entfernt in Dangal. Er opfert sich. Preiset ihn. Diesen Mann auch. Dangal buddhistisch. Eine Stadt bleibt übrig. Eine letzte. Eine letzte Stadt bleibt übrig. Sollen wir es versuchen? Im Finale Karma umzudrehen. Sind es wirklich fünf? Wie viele Städte hat sie? Nochmal, guck gar nicht so böse, Aminatore. Groll uns nicht an. Wie viele Städte sind es? Wie viele sind es? Wie viele hast du? 1, 2, 3. Hat sie mittlerweile eine neue gegründet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit Hauptstadt 8. 5 umdrehen. 4 haben wir. Sollen wir versuchen, Karma, die heilige Stätte des Konfuzianismus, zu umzudrehen. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es. Wie viele? Die Stadt ist auch schon. Ist auch schon halbe halbe. Es sind noch zu viele da von fremden Religionen. Dreifache Stärke durch den hier. Dreifache Stärke. Wir ziehen auf die große Bibliothek, auf das Weltwunder. Preiset ihn. Preiset den heiligen Bullen. Wir haben das Grundbedürfnis, an etwas Größeres als uns selbst zu glauben. Wir suchen Trost in der Dunkelheit, ein Licht auf unserem Weg. Dank euch, große Anführer, haben wir Sinn inmitten des Kosmos gefunden. Wir haben es geschafft, Leute. Religionssieg. Was für ein Kampf. Wir schauen uns noch die Statistik an und bewundern und feiern unserer Folge zurecht. Klopfen es auf die eine Schulter, klopfen es auf die andere Schulter und nehmen es im Chat in den Arm. Liebe Grüße an die YouTube-Zuschauer. Ihr wart auch bei einem denkwürdigen Video mit dabei. Danke für die Jubelstürmer im Twitch-Chat. Das ist herzerwärmend. Bekommt sich auch der heilige Bulle mit. Danke auch fürs Cheeren an Nilsson und an alle anderen. Liebe Grüße an euch. Leute, richtig gut gelaufen. Haben wir gut hinbekommen. Eine heilige Stätte am Schluss umgedreht. Cool. Super gut. Ich glaube, wir haben sogar alle heiligen Städten umgedreht. So muss eine Religionssieg laufen. Haben wir fein hinbekommen. Leute, großartig gemacht. Der heilige Bulle freut sich und ich freue mich auch. Wir schauen uns die Statistik zusammen an. Und was mich am meisten interessiert, ist natürlich die Zeitleiste. Sollen wir uns mal unsere Vergangenheit nochmal vor Augen führen? Wie alles gelaufen ist. Erinnert ihr euch? Wie wir gestartet waren? Neben dem Vulkan, zwei, drei Felder weiter im Norden, in bitterer Kälte, mitten in der Tundra, als wir gesagt haben, meine Güte, das darf doch nicht wahr sein, was ist das für eine Startposition? Was spuckt uns da Schicksal ins Gesicht? Das kann man gar nicht. Wir haben gefragt, wir haben auf Twitch gefragt, auf YouTube, ich habe mich gefragt, wie oft würde man auf so einer Position wirklich starten?
Wir mussten mehrere Felder ziehen, bis wir einen Ort fanden, der halbwegs gut aussah, und der lag neben einem Vulkan. Keine Sorge, sagen die Bürger von Addis Abeba, jeder Berg spuckt doch bisweilen ein bisschen Rauch, oder? Wir haben 3 mehr Runden ausgesetzt, um neben einen Vulkan zu ziehen und dort eine Stadt zu gründen. Viele Leute haben gesagt, andere haben gesagt, die wahren Gläubigen haben gesagt, der heilige Bulle wird schon richten. Es hat sich im Nachhinein als gefährlich, aber möglich erwiesen. Wir haben ganz oft Bürger verloren, weil der Vulkan ausgespuckt hat, Feuer, Rauch und Lava, weil die Bürger in unserer Stadt immer dezimiert wurden. Erinnert ihr euch, wie oft ich hier saß mit versteinertem Gesicht, mit brennender Scham im Gesicht, weil ich gesagt habe, schon wieder ist der Vulkan explodiert, schon wieder ist in unserer Hauptstadt die Bürgerzahl von 4 auf 2 geschrumpft. Könnt ihr euch erinnern, wie lange wir immer nur 2 Bürger hatten in der Stadt, immer und immer wieder. Wie stolz wir waren auf den 3. und den 4. Bürger, da kam es wieder auf 2 Bürger zurück, immer und immer wieder hoch und immer wieder 2 Bürger. Ich weiß gar nicht, bis zu welcher Rundenzahl wir immer nur 2 Bürger hatten. In unserer Hauptstadt, auf Gottheit, unfassbar. Zwergelstein, danke dir fürs Cheeren zwischendurch. Sehr, sehr lieb, liebe Grüße an dich. 2 Bürger, was für ein verkackter Anfang, entschuldigt bitte. Dann, wir haben Bonusdörfer aufgedeckt. Wir haben das Matterhorn erblickt, direkt in der Nähe unserer Stadt, und haben uns gefeiert und haben gedacht, ist das der Schritt in die Zukunft? Unterm Strich haben wir das Matterhorn kaum benutzt. Unsere Späher waren dadurch schneller, konnten dadurch über Hügel schneller weglaufen. Fürs Militär haben wir das nie gebraucht. Haben wir überhaupt einen einzigen Krieg gehabt? Ich kann mich an keinen erinnern. Wir hatten die ganze Zeit Schiss vor einer Kriegserklärung von Mansa Musa und den Mali. Die haben das aber wie durch ein Wunder, der heilige Bulle sei gepriesen, haben sie uns nicht den Krieg erklärt. Wir haben die Kurve bekommen. Wir haben uns mit keinem gebettelt. War die Partie langweilig, obwohl wir keinen einzigen Kampf hatten, mit Ausnahme von Barbaren? Ich fand es nicht langweilig, ich fand es sau spannend. Eine Partie bei Civ 6 ohne Krieg kann sau spannend sein. Wir haben es erlebt. Weiter, Völker kennengelernt, die Mali kennengelernt, andere kennengelernt, Bonusdörfer aufgedeckt. Ein Fluss bei uns in der Nähe, Überschwemmungszone, wir haben weitergemacht. Glockenspiel und Gesänge, Weihrauch und Heiligenbilder, die heilige Stätte von Addis Abeba, brachte unsere Anhänger und Pilger zur Anbetung der höheren Dinge. Hoher Nachbarschaftsbonus, ein Schlüssel für den ersten zarten Teilerfolg, dass wir in unserer heiligen Stätte vor Ort so viele Glaubenspunkte generieren konnten. Barbaren verbreitet, dunkle Zeitalter abgewehrt, Nubier kennengelernt, Goldröckchen. Ob sie in dem Augenblick geahnt hat, dass wir ihre Religion kaputt machen werden, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oligarchie eingeführt, politisches Zeitalter begonnen. Zulus kennengelernt. Ich weiß noch, wie ich mir fast, entschuldigt bitte meine offenen Worte, in den Lendenschurz gemacht habe, frühe Zeit, als ich festgestellt habe, die Zulu und Shaka, wir hatten alle Völker manuell eingestellt. Wir wussten, alle afrikanischen Völker sind rundum. Ich weiß noch, wie ich mir fast in den Lendenschurz gemacht habe, als ich festgestellt habe, ausgerechnet die militärischste und aggressivste aller Nationen ist direkt neben uns. Die Mali, der reiche Mansa Musa, der mit Gold alles kaufen kann, der zeitweilig die größte Armee überhaupt hatte, ist unser direkter Nachbar und der zweite Nachbar, ausgerechnet Shaka, der alte Völkerschlechter. Er hat uns nicht den Krieg erklärt. Wir haben ihn umgarnen können und wir haben sogar seine Religion vertrieben. Wir haben ihm seine Religion genommen und trotzdem hat er uns nicht angegriffen. Wir haben ihn halt überhäuft mit warmen Worten und mit großzügigen Gaben. Weiter, Kleopatra kennengelernt, diese Nase, das Volk der Ägypter und ihre tolle Herrscherin. Weiter, Naturwunder aufgedeckt. Weiter, Rapa Nui, Stadtstaat umgedreht. Weiter, weiter, immer weiter gemacht. Lissabon, Stadtstaat umgedreht. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Vilnius, Suzerän in mehreren Städten. Wir waren die Ersten, die eine Weltumsegelung geschafft haben. Anders formuliert, unsere Einheiten liefen zu Fuß auf dieser landlastigen Karte von einer Seite zur anderen. Weiter, Bullismus gegründet. Das war der Augenblick. Der Bullismus gegründet, Runde 62. 2 Zeitalterpunkte bekommen und vor allem den wahren Weg zur Erlösung aufgedeckt. Der Bullismus in Runde 62 gegründet. Und dann ging es weiter. Weitere Naturwunder aufgedeckt, Barbaren vertrieben, Mittelalter erreicht, Eisen genutzt, Schwertkämpfer. Ich weiß noch, wie wir da standen im Süden unseres Reiches und gesagt haben, was hat der Mansa Musa vor? Riesenarmee.
Ich weiß noch, wie wir gezittert und gebibbert haben, wie wir alle unsere Truppen in den Süden geschickt haben, weil wir gesagt haben, wenn er uns den Krieg erklärt und er konnte uns nicht gut leiden, dann haben wir ausgeschissen. Wir hatten nichts, mit dem wir uns hätten zur Wehr setzen können. Ich weiß noch, wie wir dann hektisch in dieser Phase gepokert haben. Pokerschritt Nummer 1. Städte gründen, heilige Städte setzen, Felskirche freischalten, Glaubenspunkte machen. Wir haben die ganze Zeit gesagt, irgendwann müssen wir aufhören. Wir müssen rechtzeitig den Moment erwischen, wo wir beginnen, Truppen zu bauen, damit Mansa Musa uns respektiert. Damit er uns nicht als einen schwachen Gegner wahrnimmt und uns dann überfällt. Und im Nachhinein muss ich sagen, mit ein bisschen Glück und mit dem Segen des heiligen Bullen haben wir exakt den Zeitpunkt erwischt, wo wir aufgehört haben, nur auf Expansion zu setzen und uns ab dann militärisch erstmal aufzupushen, damit wir Widerstand leisten konnten gegen die Mali. Und das alles unter Live-Bedingungen. Wir haben nicht zwischendurch Autosaves geladen und gesagt, hey, das lag jetzt, wenn wir vor 6 Runden eine Armee aufgebaut hätten, dann wird uns jetzt Mansa Musa nicht erobern. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben echt gepokert. Wir haben uns zwar vielleicht, wenn ich mich verklickt habe, mal ein Autosave geladen, aber nicht, um einen spielerischen Vorteil zu bekommen. Immer weiter. Wir haben immer weiter gemacht. Naturkatastrophe aller Orten. Wie oft ist der Vulkan ausgebrochen? Eine Stadt neben dem Matterhorn gebaut. Auf dem Kontinent Baltika eine neue Stadt gegründet. Immer weiter gemacht. Stadtstaaten umgerannt. Eine Galeere errichtet, die Renaissance gegründet und erreicht. Die Spezialeinheit Romo-Kavallerie als erstes gebaut. Zeitalterpunkte gebaut. In letzter Sekunde bisweilen ein Zeitaltersprung geschafft mit den letzten Punkten. Weiter, immer weiter gemacht. Häfen gebaut, ausgebaut. Tempel errichtet. Die Schönheit des Landes kennengelernt. Und ganz am Schluss die Wiege des Konfuzianismus geraubt. Das Kind, den Anführer des Konfuzianismus, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aus der Wiege geschubst und den kleinen, süßen, heiligen Bullen bzw. sein kleines Baby stattdessen in die Wiege gelegt. Nochmal Dankeschön an Maeve und an Gummibärchen für dieses neue zweite Maskottchen des Bullismus. Wie sieht das aus im Statistikwerk, Leute? Lass uns mal einen Blick werfen auf die Statistik. Wie sah das aus? Rangliste? Das ist üblich. Bei Religionssiege werden meistens früh errungen, dann hat man in der Punkteliste steht man super schlecht da, weil das die Punktebewertung bei Civ nicht widerspiegelt, dass ein früher Sieg eigentlich ein besonders cooler Sieg ist. Es wird nur auf die Punkte geguckt, die man erreicht hat, auf die Städte, die man gegründet, die Technologien, die man erforscht, die Errungenschaften, die man sich geholt hat. Darauf wird geguckt und gezählt. Das wird alles gezählt. Auf die Weltwunder, die man gebaut hat. Es wird nicht berücksichtigt, wie früh man einen Sieg errungen hat. Religionssieg in der Regel ein cooler, früher Sieg. Man sollte eigentlich ganz weit oben stehen in der Statistik. Das Programm ist ja anderer Meinung. Nächster Schritt. Und jetzt kommen wir alle, jetzt kommen wir Zahlenfetischisten zum Zuge. Die Diagramme. Menelik in Rot. Schaut euch mal die Gesamtliste an. Aller Bezirke, die wir gebaut haben, ganz unten. Wir sind so schwach. In diesem Reich. Wir haben aber gewonnen. So wenig Bezirke haben wir gebaut. Die meisten Bezirke hat natürlich Mansa Musa gebaut. Der reichste Mann überhaupt. Aminatore, Goldröckchen, Schwarzlöckchen. Mittelplatz hat er nichts genutzt. Kleopatra irgendwo in der Mitte. Die Kongolesen weit oben. Andere Sachen. Wie viele Einheiten haben wir getötet? Haben wir überhaupt Einheiten getötet? Haben wir Leute umgebracht? Ein paar. Ein paar Barbaren haben wir gekillt. Das durfte sein. Wir haben ein paar religiöse Einheiten gekillt. Das gebe ich gerne zu. Wir haben sie in Grund und Boden disputiert. Wer war am kriegstreiberischsten? Opi! Wemba Adzinga, der Anführer der Kongolesen. Der scheinbar so freundliche ältere Herr, der uns immer so gütig und philosophisch angehaucht und erleuchtet anblickt, hat ohne Ende Leute gekillt. Pfui. Schande über ihn. Und was ist sonst passiert in der Welt? Wie viele Gebäude haben wir gebaut? Oh, das geht ja noch. Das geht noch, weil wir so viele Städte am Schluss gegründet haben. Und weit vorne liegt Goldröckchen, Schwarzlöckchen, Aminatore. Sie war ein Bauwunder. Sie hat gebaut. Große Persönlichkeiten. Haben wir überhaupt welche bekommen? Ja, hier. Ganz unten in der Anzeige. Krieger erklärt. Wir haben keinen Krieg erklärt. Wir erklären keine Kriege.
0,0. Wer war der Kriegstreiberichste überhaupt? Die Frau mit der Nase, Kleopatra, hat am häufigsten Krieger erklärt und ein anderes. Eine weitere Angehörige des Weibsvolkes, Aminatora, hat Krieger erklärt. Echt. Unser Anführer Menelik ist ein greiser, bisweilen weiser und ebenfalls männlicher Berater Writing Bull. Wir haben uns zurückgehalten. Niemand im Krieg erklärt, aber Aminatora und Kleopatra, die wollten die Welt beherrschen. So viel zum Thema, Frauen sind friedlich, Männer sind blutrünstig. Hier wurde die Geschichte etwas alternativ geschrieben. Und sonst im Spiel Religion gegründet, klar, viele Leute haben eine Religion gegründet. Spieler Glaube, Glauben ohne Ende. Dank der Felskirche, die war so cool, die hat uns extrem geholfen. Ganz, ganz toll. Und wie sieht sonst aus noch? Spieler Wissenschaft, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Achtung, das muss man zwischen geschlossenen Augen eventuell linsen. Ach, es geht, schaut mal. Wir haben auch viele Wissenschaftspunkte am Ende geholt. Am Ende. Am Anfang waren wir dumm wie Stroh, gläubig, aber dumm wie Stroh. Am Schluss haben wir ordentlich aufgeholt. Das ist ganz schön. Städte eingenommen. Wir haben doch keine Städte eingenommen. Wir hatten mit keinem niemals Krieg. Keine Städte eingenommen. Städte gegründet. Das ist schon spannender. Die meisten. Niemand hatte mehr Städtchen als wir. Ich finde, das kann man nochmal ganz kurz feiern, indem wir noch einmal uns das hier anschauen. Film erneut abspielen? Klappt nicht. Ich kann den Film nicht nochmal abspielen. Das war das Live-Let's Play mit Äthiopien. Es geht live weiter. Wir machen noch was zusammen. Aber den YouTube-Zuschauern sei schon mal gesagt, dass es natürlich weitergeht mit dem Let's Play mit Großkolumbien, auch auf Gottheit. Und ja, könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir dieses Let's Play mit Äthiopien begonnen haben und dafür das Let's Play mit den Cree aufgehört haben. Ein paar Leute waren enttäuscht, aber die große Mehrheit hatte sich das gewünscht. Ich finde im Nachhinein, es war eine kluge Entscheidung, weil wir haben tolle Spektakel erlebt, wir haben einen schnellen, aber hart errungenen Sieg erlebt, wir haben hoch gepokert und wir haben es dann auch geschafft und ich bin persönlich ganz froh, dass wir uns gemeinsam so entschieden haben. Es gibt natürlich dann ein neues Let's Play. Das beginnt aber erst mit Release des neuen DLCs, des dritten vom New Frontier Pass. Der kommt raus Ende September. Der bringt zwei neue Zivilisationen. Welche sind, ist noch nicht öffentlich bekannt. Ich weiß es auch noch nicht. Und eine der beiden werden wir uns rauspicken und dann live weitermachen Ende des Monats. Wir haben üblicherweise bislang immer zwei Live-Termine gehabt pro Woche. Abwechselnd Äthiopien gespielt und Großkolumbien. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, ob wir das jetzt bis Ende September umstellen und zwei Live-Termine haben jede Woche mit Großkolumbien oder stattdessen ein anderes Spiel dann zocken oder ob wir mischen, mal zwei, mal eines, muss ich mir noch in Ruhe überlegen. Vielleicht euch auch mal fragen zwischendurch, was euch gerne gefallen würde. Wir haben viele neue Spiele im Augenblick im Programm. Insofern, beides würde Spaß machen. Auf YouTube allen Leuten gesagt, danke für die, dass ihr mit dabei wart. Nächstes Let's Play folgt und Großkolumbien gibt es weiterhin.